wenn ich an Johannes Paul II. Denke, dann denke ich daran, dass er in der letzten Zeit seines Lebens seine Krankheit getragen hat in der Öffentlichkeit, dass er sich nicht versteckt hat, weil ich auch krank bin und mir das ein Zeichen gegeben hat, dass Krankheit zum Leben gehört und nicht außerhalb ist. Und auch, dass er gesagt hat, dass man sein Herz öffnen soll und dass der Christus einen nie enttäuschen wird.